Herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe von, ich sag jetzt mal, Muttersöhnchen. Muttersöhnchen Podcast, genau. Und zwar ganz, ganz speziell beim Schloss Bellevue. Schloss Bellevue, heute eingeladen vom Bundespräsidialamt. Heute das Motto im Wir verbunden. Das ist jedes Jahr das Fest beim Bundespräsidenten hier im Garten. Wir haben heute die Ehre, hier zu sein und haben heute ein Special Guest am Start. Gerade kennengelernt, und zwar die Anja. Schön, hallo, dass du da bist. Hallo, Anja. Ich bin Sarah und ich bin 13. Und ich bin Christian. Hallo, ihr zwei. Schön, dass hallo ihr da Christian seid. Hallo, Christian und hallo, Sarah. Ich weiß nicht, kennt ihr uns überhaupt? Ja, klar. Also ja, von YouTube-Shorts normal, aber halt andere Apps habe ich noch nicht so. Also Podcast habt ihr noch nicht gehört? Doch, also Spotify schon. Ich bin Franzi. Ich bin Emma. Emma ist wie alt? 10 Jahre. 10 Jahre alt. Ja, hi, ich bin Christian und der Onkel von? Fiete, und ja, ich bin der Neffe von Christian. Das macht Sinn, ja, was ihr gerade da gesagt habt. Das ist ja, wir sind Peter und Kian aus Neubrandenburg. Ich bin der Marlon. Und ich bin Jacqueline. Wir beide kommen aus Salzwedel. Und ihr seid Sohn und Mutter. Genau. So wie wir. Genau. Mutter und Sohn. Wir haben immer so ein Highlight der Woche in jeder Podcast-Folge, was wir sagen. Ich würde einfach mal beginnen und das Wort dann an euch übergeben. So mein Highlight der Woche ist dieses Fest hier. Es macht einfach unglaublich viel Spaß. Wir waren gestern schon hier, hatten eine Menge coole Leute hier auch vor der Kamera, mit denen wir talken konnten. Was ist euer Highlight der Woche? Sarah, willst du vielleicht anfangen? Ja, ich glaube auch bisher so das Fest. Weil sonst habe ich eigentlich noch nicht so viel erlebt. Halt, war halt in der Schule. So, ja. Schule ist halt Schule, ne? Ja, Alltag halt. Muss man leider durch. Wo kommt ihr her? Wir sind aus Berlin. Hattet ihr es ja nicht weit. Wir hatten es nicht so weit. Wir hatten nur so lange Schlange gesehen und haben gedacht, das wird bis heute Abend dauern, aber sind schnell reingekommen. Ja. Toll, toll. Was ist denn dein Highlight der Woche? Mein Highlight der Woche. Also das Fest ist die Krönung. Neuer Job, die ganze Woche neue Abteilung. Also auch toll. Ja, und das nebenbei zu stehen, also es toppt sich eins nach dem anderen. Ja, Wahnsinn. Das geht wahrscheinlich in der nächsten Woche dann so weiter. Ich bitte drum. Sehr schön. Mein Highlight der Woche ist auch dieses Fest, weil... Also am Anfang mussten wir ziemlich lange anstehen, nur damit wir überhaupt da rein, hier reinkommen. Das Highlight war der Einlass. Und das Fest hier an sich fand ich auch ganz cool, weil hier gibt es so viele Sachen, die man machen kann, wo man auch einfach mal reingucken kann. Was hast du schon so gemacht heute? Ich habe schon an einer Kinderausstellung teilgenommen. Da hatten wir einen Karton voll mit Sachen und daraus sollten wir etwas basteln. Und dann kam es in eine Ausstellung. Oh, was hast du gebastelt? Ich habe ein Naturbett gemacht. Ein Naturbett? Super. Sehr cool. Und was ist dein Highlight der Woche? Auch dieses Fest, aber ich war gestern schon im Reichstag. Die Haushaltsdebatten wurden ja wieder eröffnet. Da habe ich dran teilgenommen. Das war auch sehr interessant. Es ist halt schön, dass man halt zwei so eine Staatswesen halt mal kennenlernt. Ja, und mal auf jeden Fall. Das ist halt, ja, war schön. Also auf jeden Fall auch das Fest. Ja, sonst war schulisch nichts bei mir Großes in der Woche. Okay. Und bei dir? Auch das Fest? Auch das Fest, der Familienausflug? Ja. Und heute Vormittag noch eine Azubi-Messe. Oh. Mit vielen Jugendlichen in deinem Alter vermutlich. Mein Highlight der Woche ist natürlich, hier sein zu dürfen. Vielen Dank nochmal. Wir freuen uns sehr. Es ist eine sehr, sehr große Ehre. Von daher, bei dem kann ich nichts mehr dem hinzufügen. Und du? Genau, mein Highlight der Woche ist auch hier dieses tolle Fest. Und was mir richtig Freude bereiten würde, wäre, wenn sie mir eine Brofist geben könnten. Bam! Ja, der hat es geschafft. Schon wieder Generation zu ergreifen auf die Brofist. Das ist ein Statement. Was ist Ihr Highlight der Woche? Also mein Highlight der Woche ist natürlich auch dieses Fest. Ich finde es ganz großartig, Leute wie Sie kennenzulernen, die, sagen wir mal, über auch den eigenen Tellerrand herausgucken. Wir haben ganz viel, ich habe ganz viel schon gesehen, wo Leute sich auch aus Firmen engagieren und wo es eine Firmenkultur gibt, die ehrenamtliches Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt. Das gefällt mir total gut. Und das ist wirklich mein Highlight. Ein Highlight war allerdings auch, wir haben das 8. Frauenhaus in Berlin eröffnet. Oh. Es ist einerseits toll, neue Plätze zu haben, andererseits natürlich bitter schade, dass wir es brauchen. Ja. Aber das war trotzdem, das war ein Highlight. Dann fangen wir am besten mal von vorne einfach mal an. Wir stellen uns auch stellen mal vor, uns mal du kanntest uns vor. Ja noch Nein. so gar nicht. Ne? Also wir sind Noel und Katja, wie gesagt, das ist mein Sohn und Noel hat noch 7 weitere Geschwister.
Und wir sind ja im Social-Media-Bereich unterwegs und haben halt auch unter anderem diesen Podcast. Muttersöhnchen. Muttersöhnchen, genau. Ja. Der vor allen Dingen, sage ich mal, Schwerpunkt hat, diesen Generationsunterschied. Ne? Also, Generation X, Generation Z. Ja. Man erkennt es schwer, ne? Aber man muss es schon mal klarstellen. Es gibt einen Altersunterschied. Ja, ja, ein kleiner Altersunterschied. Ja, und wir tauschen uns halt immer rigoros über verschiedene Themen aus. Und haben unter anderem jetzt gerade, weil heute dieses Thema ist, wir verbunden, sehr interessant, haben wir mal so für uns ein bisschen drüber nachgedacht und haben so festgestellt, das erste Wir-Gefühl, finden wir, entsteht eigentlich auch so in der Familie. Also das haben wir so für uns irgendwie so gemerkt. Ja. Gut, jetzt sind wir natürlich eine große Familie, wir sind 10 Personen, aber ich glaube, dass dieses Urgefühl schon in der Familie entsteht. Definitiv. Bist du auch der Meinung? Ja, bin ich. Ja? Hast du Kinder? Ja, zwei. Zwei. Wie alt sind Sie? 9 und 12. Ach, schönes Alter, sehr, sehr schön. Wie ist bei euch so die Konstellation? Habt ihr auch so dieses, also wir empfinden das schon sehr ausgeprägt bei uns, dieses Wir-Gefühl, natürlich auch für verschiedene Projekte, die wir halt auch als Familie zusammen machen. Sehr vielfältig dann einfach. Genau. Wie ist das bei euch so die Konstellation und wie empfindet ihr das Wir-Gefühl? Na, bei uns ist so ja dieser Patchwork-Grundcharakter da. Ja, aber das heißt, ist ja, also, das ist ja, da kann es ja genauso entstehen, oder sollte bestenfalls genauso entstehen, dass man zusammenwechselt. Richtig, hat, ne? Definitiv, weil das ist meine Bonustochter sozusagen, wie man heutzutage sagt. Ich habe meine Tochter mit dabei. Es gibt natürlich auch immer so Reibungspunkte, wenn das Zahnrad nicht ganz so ineinander greift. Wie alt ist deine Schwester? Sie ist 17, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Meine Tochter wird 17. Aber auch Sarah hat noch 2 Halbgeschwister, die kleiner sind. Also wenn man alle zusammennehmen würde, dann wäre es ein sehr großes Wir-Gefühl. Aber für mich war Wir-Gefühl Familie seit klein auf eigentlich immer wichtig. Ja, also, ja. Das glaube ich, können wir uns dem anschließen, oder? Ja, das verstehe ich vor allem ich. Mit so vielen Geschwistern. So, im Wir-verbunden Mutti, wie ist das bei uns zu Hause? Ja, also ich empfinde unser Wir-Gefühl schon sehr, sehr groß. Gut, wir machen natürlich auch Social Media und Videos und dann zeigen wir das nochmal besonders. Wir machen viele Challenges. Wir sind sehr unternehmenslustig, muss ich sagen. Und durch diesen Podcast haben wir dem Ganzen nochmal eine Krone aufgesetzt, dass man halt im Austausch miteinander ist, Eltern von Kindern und umgekehrt, man profitiert voneinander. Ja. Und dann wollte ich euch einfach mal so fragen, wie ist eure Familienkonstellation und wie habt ihr so das Gefühl mit dem Wir-Gefühl? Habt ihr das auch? Oder? Ich möchte, du darfst. Also wir haben ein Wechselmodell. Ja. Mhm. Also immer ist halt nur eine Woche bei mir, dann eine Woche beim Papa, eine Woche wieder bei mir. Interessant, ja. Wir sind beide alleine. Ich kenne das auch. Wir haben zwar eine Zweiraumwohnung, aber eigentlich ist es eine Einraumwohnung, weil es ist alles halt nur in meinem Zimmer. Kann ich mir Herz lebhaft ausmalen? Ja, da sind wir eigentlich ein Herz und eine Seele. Sie schläft halt im Bett, wir gucken, sie übernimmt den Fernseher, also was man halt so kennt. Ich bin jetzt froh, sie hat meine Schuhgröße irgendwie übersprungen, sodass sie hier reingetroffen hat auf meine Backcouch. Ich habe gesagt, die Klamotten muss kann man mittlerweile auch Schwestern sein, ne? Ja. Optisch. Also das ist echt der Hammer jetzt. Ja, rein, ne? Aber Sachen können wir uns mittlerweile fast austauschen. Die Größen passen überein. Also ich würde sagen, das passt. Also das ist auf jeden Fall im Wir verbunden. Das aber ist auf jeden Fall sehr Wir, ja. Es zeugt ja auch von großer Toleranz, dass ihr dieses Modell fahrt. Ne? Und darum finde ich das jetzt auch sehr interessant. Ich meine, bei uns ist so diese klassische Familie, Mama, Papa, 8 Kinder. Klassische halt so. Familie, 8 Kinder, ja. Nein, nicht 8, aber ja, wir werden ja auch öfters mal gefragt, ne, sind die von einem Mann oder so? Ja, wir sind die Urfamilie, aber es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Modelle und so wie ich es raushöre, funktioniert das ja auch bei euch. Ne? Ja, man kennt es gar nicht anders. Ich wohne jetzt auch ziemlich nah beim Papa. Papa hat dann noch mal geheiratet, da ist auch noch ein Stiefsohn, also ein Halbbruder von ihr. Wie alt ist dein Halbbruder? Der ist 7. Ah. 7 haben wir auch nicht in der Familie, ne? Nee, kann das Mensch, nicht. Ihr seid immer genau dazwischen. Aber ihr kommt auch gut klar? Ja. Ja, sehr schön. Ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Kommt ihr aus einer großen Familie oder wie ist bei euch so die Konstellation mit Geschwistern? Also ich habe nur einen Halbbruder. Was heißt nur immer? Ja, immerhin. Genau. Wie alt ist der? Ja. Wie alt ist der? Und der ist 24 und wohnt nicht mehr bei uns zu Hause, sondern hat jetzt eine eigene Wohnung. Und Christian ist halt der Bruder von meiner Mutter. Und ja. Ja, und dann seid ihr noch mehr Geschwister? Oder? Nein, wir sind auch zu zweit. Zu zweit. Mhm. Und deswegen ist es schon eine sehr enge Verbindung natürlich auch zu meiner Schwester, die auch nicht. Wir leben auch nicht in derselben Stadt. Ja. Und ja, da ist es schon wichtig, irgendwie den Kontakt zu halten. Und natürlich als Onkel zusammen mit meinem Mann ist es uns wirklich auch wichtig, dann sozusagen unseren Neffen irgendwie
da zu mit sein. Und nicht einfach so ganz irgendwo toll. Da zu sein und zu sagen, ja, da gibt es noch so zwei Typen. Da gibt es dann Weihnachten und Geburtstag. Genau, gibt es so ein Scheinchen. Das machen wir halt anders. Deswegen sind Christian und Thorsten auch immer einmal im Sommer, in den Sommerferien so nett zu mir. Und nein, natürlich auch überall anders, aber und dann fliegen wir meistens irgendwo in Urlaub mit wahrscheinlich dann mit Tui, nehme ich an. Auf jeden Fall, ja. Einfach mal extra Werbung machen. Ja, das genau. Und dann dieses Jahr waren wir in Barcelona. Danach sind wir noch ins Hotel nach Frankreich gefahren. Ja. Und versuchen also immer so Sachen zu machen, die er vielleicht mit seinen Eltern nicht macht. Und es ist immer Kultur, da muss er durch. Und ja, dann klar, danach aber ich glaube, wenn es nicht über die Eltern macht, ist das sogar nochmal interessanter. Also, was nicht heißen soll, dass meine Eltern, meine Schwester keine Kultur bietet. Nein, aber das haben wir es ist natürlich so, dass wir irgendwie uns das so als Ziel gesetzt haben. Ja? Das ist unser Beitrag zu dieser Familie, dass wir sagen, Mensch, Barcelona, letztes Jahr waren wir wo? Rom und so. Also das sehr schön. Wir holen ihn da so manchmal so ein bisschen raus aus seinem niedersächsischen Dörfchen und dann geht's raus. Ja, jetzt tut mir leid. Wir haben schon gesagt, ne, das erste Wir-Gefühl oder generell in Wir verbunden ist ja hier, entsteht eigentlich in der Familie oder sollte es bestenfalls sein? Jetzt sagtest du schon so mit deiner Schwester, das läuft aber nicht immer so dolle, ne? Naja. Hast du denn trotzdem so ein bisschen Wir-Gefühl in der Familie? Auf jeden Fall, aber das ist halt manchmal so, mal haben wir so Zeiten bei mir und meiner Schwester, da streiten wir uns gerne und oft. Kommt vor. Und manchmal, da haben wir uns wirklich lieb. Ja, ich glaub, das ist die Grundbasis. Ihr habt euch lieb, aber manchmal... Das erinnert mich an mich und Feline. Feline und ich haben uns ja früher nur gebieft. Also wir hatten nie ein gutes Miteinander. Wir haben uns eigentlich durchgehend nur beleidigt. Nee, ihr habt euch schon hier im Herzen. Wir haben uns eigentlich schon extrem gehasst. Mittlerweile kommt man aber miteinander klar. Also es war wirklich krass, oder? Also ich erinnere mich auch an Zeiten, wo du ihr Herz in Toast ausgestochen hast. Das war in der Grundschule. Also und das hat sie nie gewürdigt, seitdem habe ich sie nicht mehr so. Sie hat Toastscheiben genommen, hat dann mit so einem Herzchenform rausgeschnitten und ihr die serviert. Aber irgendwie stieß das bei ihr nicht auf großes Juhu. Und, sind die vielleicht falsch verstanden? Ja, also naja. Ja, ich sehe das genauso. Wir sind ja insgesamt zu viert. Und, hast du noch einen Bruder oder eine Schwester? Einen kleinen Bruder, ja. Aha, wie alt ist der? Der ist genau 2 Jahre jünger als ich. Ah ja, okay. Also 15. Ja. Und ich denke, dass das in der Familie der Zusammenhalt ganz wichtig ist, ne, egal wie groß die Familie ist, ob es jetzt, wie viele Geschwister sind. Und auch egal, wie die Konstellation ist, denke ich. Ganz genau. Familie ist Familie und sollte zusammenhalten. Richtig, genau. Man sollte sich auch alles sagen können. Ne? Ja. Und auch wenn es mal nicht so schön ist oder ob es mal was zu meckern gibt, wenn die Mama mal was zu meckern hat. Aber wenn man drüber spricht, ist es eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Genau. Ja. Was würdet ihr denn sagen, prägt eure Beziehung so, die ihr miteinander habt? Was sind da so die großen Themen? Die Ehrlichkeit. Ja, das kann ich schon mal gut unterscheiden. Das ist ganz wichtig. Bei mir steht die ganz, ganz oben, die Ehrlichkeit. Genau. Ja. Offenheit natürlich. Auch. Und das gegenseitige Unterstützen. Das ist sehr wichtig. Das kann ich auch. Einer der wichtigsten Faktoren. Hast du noch was? Vertrauen? Ja, Vertrauen finde ich ganz, ganz wichtig. Und Respekt hatten wir schon immer. Respekt steht bei uns halt auch noch so ganz, der respektvolle Umgang. Da würde ich Sie einfach gerne wissen, wie haben Sie das Wir-Gefühl bei sich in der Familie erlebt, auch so gerade in Bezug auf das Leben mit Ihrer Tochter? Halt? Also ich finde, für mich bedeutet Wir-Gefühl ganz viel Liebe und Zeit, auch die man zusammen verbringt. Und Wir-Gefühl bedeutet auch, dass man sich für die Interessen des anderen wirklich interessiert. Ja. Für die Interessen meiner Tochter, für die Interessen meines Mannes und dass man das zusammenbringt, sich austauscht, auch auf Augenhöhe, das finde ich ganz wichtig. Und dass ich auch immer, also ich habe es immer so empfunden, wenn ich mit meiner Tochter oder auch ihren Freundinnen und Freunden zusammen war, ich habe immer wieder gelernt und dann offen zu sein und zu hören, was verändert sich. Das schafft auch ein Wir-Gefühl. Ja. Ich muss nicht immer damit einverstanden sein und unsere Tochter ist bestimmt auch mit manchem, was wir denken oder sehen, nicht einverstanden, aber das Wir-Gefühl bedeutet für mich, wir haben eine Bindung. Ja.
die Bindung trägt. Das fühle ich als Mama. Genau. Ja, ja, das ist eine Bindung. Und mein Kind war viel in der Welt unterwegs und sie ist jetzt wieder in unserer Nähe. Das finde ich auch ganz toll. Das gehört auch zu meinem Wir-Gefühl dabei, denn man muss auch Zeit miteinander verbringen, oder? Ja, das siehst du das. Das fühle ich als Vielfach-Mama besonders, weil die größte Herausforderung ist gar nicht mal das Wäschewaschen, sondern dass man sich wirklich auf den individuellen Menschen einstellt. Und das ist auch das, was mir wichtig ist. Und dann genieße ich auch so die Zeit mit Noel, der ja viel auch mit Videos und so weiter macht, dass wir im Podcast einfach in den Austausch gehen miteinander. Dass ich da mal ausgezogen bin, ne? Ja. Du hast es gerade eben aber schon kurz vor dieser Aufnahme gesagt, du bist auch ein bisschen im Social-Media-Bereich tätig. Das ist übertrieben. Ich habe einen Instagram-Kanal, um halt mein Ehrenamt ein bisschen vorzustellen. Okay, was machst du? Was machst du? Ich rette Hühner. Du rettest Hühner? Wow! Ja, ich rette Hühner. Genau, ich bin beim Verein Rettet das Huhn. Und mein Instagram-Kanal, Kleine Herzen, wenn ich Werbung machen darf, da erzähle ich halt ein bisschen aus meinem Pflegestellenalltag. Die Tiere, die ich gesund pflege, kommen ganz nackig an und werden dann ganz tolle Hühner und werden dann in ganz neue Zuhause vermittelt. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also die kriegen dann ein neues Zuhause? Ja, die kriegen ein neues Zuhause. Nicht alle. Okay. Manche kann ich nicht mehr abgeben, aber die meisten ziehen wieder aus. Wir sind heute hier auf dem Fest. Das Motto ist Wir verbunden. Und dazu gehören auch ehrenamtliche Arbeiten. Wir haben uns ehrenamtlich schon betätigt. Ja, wir haben 30 Sternsängergruppen immer gegründet. Wir waren immer ein paar Mann. Also wir hatten in Spitze hatten wir wirklich 2 Gruppen voll gekriegt. Ne? Also bei Krippenspiel haben wir das ganze Krippenspiel gefüllt mit unserer Personenanzahl. Also es waren immer schöne Projekte, wo man halt dann auch noch mal so ein bisschen zusammengewachsen ist. Auch dann natürlich mit anderen Leuten, jetzt nicht nur wir als Familie. Seid ihr da irgendwie mal so unterwegs in Jugend oder jetzt auch in jetzigen Zeitpunkt, dass ihr euch irgendwo engagiert? Ich könnte meinen Ehrenamtsausweis rausholen. Ich habe ihn dabei. Tatsächlich, ja. Nein, wir glauben dir das auch, wenn du das einfach nur kommunizierst. Beweisen und ausweisen. Also ich bin ja introvertiert, wie man merkt. Das heißt, ich habe die Öffentlichkeitsarbeit für einen Tanzverein für Kinder und Jugendliche in Berlin-Hunschenhausen gemacht, die Tanzkiste. Ich sag's einfach mal. Bist du da auch aktiv? Ich war, ich bin ausgestiegen, ich wollte nicht mehr. Ist ja okay. Und auch meine Tochter war auch da. Also es ist halt auch so, dass wir gefühlt, die Familie ist dadurch so ein bisschen zusammengewachsen. Und ich will mich demnächst auch wieder ehrenamtlich betätigen für die Tourette für in Deutschland e.V., weil wir da auch gerade ganz viele tolle Inputs bekommen haben. Dieses ganze Projekt kann nur laufen, wenn es immer wieder irgendwelche Leute gibt, die sagen, hey, mir ist es wichtig, ich möchte da was erreichen und ich engagiere mich dafür. Weil wenn alle nur sagen, wenn jeder seine Suppe kocht, dann funktioniert die Nummer nicht. Ja, ich bin hier, weil mein Arbeitgeber, die TUI, hier einen Stand hat, eine Stiftung präsentiert und ich arbeite bei der TUI. Wurde eingeladen, auch weil ich mich sozial engagiere, für einen Verein, der heißt Zwei Zeugen. Und da geht es um die Geschichten von Holocaust-Überlebenden, dass die eben auch weiterleben, wenn die Überlebenden nicht mehr bei uns sind. Ja. Wichtiges Thema. Wichtig. Und engagiere mich also auch sozial und deswegen wurde ich eingeladen, heute hier auch dabei zu sein und habe dann überlegt, dass das eigentlich die ideale Gelegenheit wäre, meinen Neffen, Fiete, einfach mitzunehmen, statt irgendwie eine Freundin und einen Freund, das auch nett wäre, aber für ihn ist es, glaube ich, nochmal irgendwie was anderes. Ganz tolles Highlight, ne? Genau. Und dann läuft uns hier über den Weg. Genau. Ja, bist du denn in irgendeinem Verein oder bist du auch da? Ich glaube, eben sagte der Papa ja auch schon so ein bisschen, du unterstützt deinen Papa so ein bisschen in den Wohltätigkeitsdingen. Ich bin in 2 Vereinen, einmal in einem Golfclub. Oha, im Golfclub? Oha, wie kommt man als Elfjähriger in einen Golfclub? Du hast die Golfschanze zu lesen. Platz 3 für sein letztes Jahr. Oh mein Gott. Respekt. Danke. Ich nehme an, deine Eltern haben dich dorthin gebracht. Nee, Oma und Opa. Nein. Die sind auch Teil des Golfclubs. Die haben die falschen Großeltern. Nein, und ich bin dann nochmal in einem Fahrradverein, aber nicht so Rennradfahren, sondern so Backflips und so machen. Wow, aber Golfclub, ich bin jetzt echt richtig beeindruckt. Und das finde ich aber auch schön, dass du es mit deinem Opa und Oma machst. Dieses, haben wir wieder dieses Generationending, wie bei uns hier auch letzten Endes. Ne? Finde ich total schön. Muss heute leider ausfallen, weil heute wäre Freitagnachmittag ja Training gewesen, aber muss man leider mal Prioritäten setzen. Ja, nächste Woche eine Stunde dranhängen. Wenn Termin in Berlin winkt, dann muss man Prioritäten setzen. Ne? Absolut. Haben Opa und Oma aber auch Verständnis wahrscheinlich für, oder? Hoffe ich immer. Sind die denn auch aktiv auf dem Golfplatz? Ja, deine Großeltern? Ja. Oft. Und die haben ein gutes Verhältnis, nehme ich mal an. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also ich glaube, dass das nicht so natürlich ist, oder? Gutes Verhältnis zu den Großeltern meinst du? Ja, also ich meine, bei uns ist es gut, aber ich glaube nicht, dass das selbstverständlich ist. Nee, genau. Ne? Kann man das wertschätzen, ne? Dass man ein gutes Verhältnis zu Oma und Opa hat, ne? Ja, auf jeden Fall. Das und ist gleiche schön. Hobbys manchmal.
Und wie unterstützt du deinen Papa so in den Wohltätigkeitsdingen? Ich habe eben was von Postkarten oder was? Maillisten? Nee, was hast du gesagt? So Excel-Tabellen. Adressen sammeln. Ja? Excel-Listen eintippen. Bürger anschreiben für bestimmte Projekte, um Spenden zu sammeln. Macht dir das Spaß? Manchmal. Okay, aber es ist doch ein schönes Gefühl, wenn man sich bei irgendwas engagieren kann und mithelfen kann, oder? Ja. Wenn ich mich nicht schicke, dann werde ich dazu gezwungen. eine letzte Frage noch. Sie sind ja jetzt auch Schirmherrin bei UNICEF und Initiative Klischeefrei. Ja. Da sind Sie ja ehrenamtlich tätig. Ja. Wie war das in Ihrer Jugend? Das ja, in meiner Jugend, als ich meine, ich habe mit 16 Jahren meine Ausbildung zur Berufs-, zur Industriekauffrau begonnen und ich bin ein knappes Jahr später in die Gewerkschaft eingetreten, in die IG Metall und habe da ganz viel geteamt. Ich war mit anderen jungen Leuten zusammen. Wir hatten wirklich eine tolle Zeit und da ja auch so. Da kam schon die Leidenschaft. Ja, ja, da kam und da bin ich so ein bewusster politischer Mensch geworden und ich, wenn ich mal so ein bisschen nostalgisch sein darf. Diese die großen Demonstrationen im Ruhrgebiet mit der Musikkapelle und die spielen dann, der Steiger kommt. Also das ist echt Nostalgie, ja, aber es war, also es ist, oder mit den Jungs vom Stahlwerk im Warnstreik zu stehen. Hallo? Also da träumt wahrscheinlich jede Lunge hier in die Voll. Nein, aber das war mein unmittelbarer Zugang zu politischem Engagement und also gewerkschaftliches Engagement im Wesen. Und dann immer an den Orten, wo ich war. In der Siegerlandkolleg, wo ich das Abi gemacht habe, dann waren wir in verschiedenen Gruppen aktiv und an der Uni dann eben in der Fachschaft. So immer da, wo ich war, habe ich dann was gemacht. Frage ist, bist du da auch schon so als Jugendlicher oder so auch schon in irgendwelchen Bereichen, Vereinen, gemeinschaftlichen Bereichen tätig gewesen? Ja, ich sag mal, ich bin ein Kind der DDR. Ja. Ich war Pionier, natürlich. Da war man in einigen Dingen ehrenamtlich aktiv. Die waren aber richtig gut, ne? Ja, wir haben zum Beispiel Altpapier gesammelt. Das wurde dann bei den Nachbarn überall eingesammelt. Mit einem Leiterwagen ist man da losgefahren. Das war schon fortschrittlich, Wahnsinn. Ja, es wurden Kronpuppen gesammelt, Glas. Aber wir haben halt das Altpapier gesammelt. Das war dann so die Tageszeitung eingeschnürt. Die alten Leute uns dann gegeben und dann haben wir das zur Annahmestelle gebracht und dann wurde das gewogen und dann hat man Geld dafür bekommen und das haben wir dann zum Beispiel gespendet oder aber das so gemacht. Das war schon als klein. Das war ein schönes Gefühl. Das ist auch so wahrscheinlich, ist das so, denkst du, das ist so der Grund, wie du jetzt in das jetzige Ehrenamt reingerutscht bist? Also bei mir ist es immer so, man braucht einen Sinn im Leben. Das finde ich. Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, es gibt viele Leute, die suchen nach dem Sinn. Und für mich ist zum Beispiel, also mein Sinn ist, ich möchte Mitgeschöpfen helfen. Ja, bei mir sind es halt jetzt die Hühner. Ich finde das total toll, ehrlich. Ja. Wieso gerade Hühner? Ich frage ich mich jetzt gerade, warum Hühner? Warum Hühner? Weil Hühner sind absolut unterschätzt. Ja. Und das sind die mit am meisten leidenden Tiere der Welt. Auch vor allem in der Ausbeutung. In der Massentierhaltung. Ja, definitiv. Okay. Und ich habe Hühner adoptiert, selbst von Rettet das Huhn damals. Ich wollte Hühner retten und ich war damals auch schon Veganer. Also ich brauchte die Eier eigentlich gar nicht. Aber ich wollte diese Hühner retten und habe mit 3 Hühner angefangen. Und irgendwann habe ich, jetzt sind es gerade momentan mit den Pflegehühnern sind es 23. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, Wahnsinn. Mhm. Machst du das denn alleine? Nein, im Verein. Und wir sind ein Verein, der sich ganz Deutschland, Vermittlerteams. Und das zum Thema Verbundensein. Wir sind wirklich ein ganz, ganz tolles Team. Wir sagen immer das beste Team der Welt, weil wir wirklich alle auf einer Wellenlänge sind. Und das ist auch gerade beim Ehrenamt, wenn man sich für irgendwas ganz, was für einen wichtig ist, engagiert, dass man auf einer Wellenlänge mit seinen Mitstreitern ist, mit seinem Team. Dass man wirklich, wir sind wirklich, also man kann wirklich sagen, dass gerade mein Team Hannover, wir sind nicht nur Kollegen in dem Sinne, sondern wir sind Freunde. Also Anja, kannst du das quasi jedem nur empfehlen, sich einen Sinn zu suchen und das dann Sinn gerne in der Gemeinschaft. Ne? Ich sage immer, ich habe einen Beruf und ich habe eine Berufung. Und es ist immer wichtig, dass man abends ins Bett geht und denkt,
Oh, heute hast du wieder was Gutes getan. Ja. Ich bin in einem Club, der heißt Schule ohne Rassismus. Da hatten wir gestern einen großen Auftritt und vor der ganzen Schule und haben das Schild Schule ohne Rassismus mit Schule mit Courage bekommen. Ja, mega. Und dann war ich Moderator und musste auf einmal vor allen sprechen. Und wie war's? Denn war's? Ja. Genau, passt. Ja. Ich meine, jetzt hast du mitbekommen. Ne? Ja. Natürlicher Teilnehmer dieses Podcasts. Ja. Und wie war's? Warst du aufgeregt? Ja, den ersten Satz hatte ich leicht. Egal, ja, ich hab wieder vergessen. Ja, genau. Und den zweiten, der war dann gut. Ja. Und das Ende, wenn das noch stimmt, dann hast du alles genau. Richtig. Ja. Und dann habe ich auch noch das Schild entgegengenommen und die Urkunde. Mega. Ja. Auf jeden Fall wieder ein wunderschönes Beispiel für ehrenamtliche Arbeit. Da kann man sich wirklich einfach ein Beispiel nehmen. Lieben Dank, dass ihr dabei wart. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Danke für eure Offenheit. Anja, vielen lieben Dank und habt noch eine schöne Zeit hier. Ja? Danke, tschüss. Ja, dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch weiterhin super, super viel Spaß. Habt eine ganz, ganz tolle Zeit. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und viel Spaß in Berlin. Und danke, dass ihr da wart. Macht's gut. Ne? Tschüss. Vielen lieben Dank für das nette offene Gespräch. Dankeschön. Und noch ein schönes Fest. Dankeschön, Ihnen ebenfalls. Dankeschön. Tschüss.